Ja, wir freuen uns, dass wir Ihnen heute berichten dürfen, was wir im Kabinett verabschiedet haben. Ich möchte mich äußern zu dem Programm Ausbildungsplätze sichern. Wir haben in Deutschland ein hervorragendes berufliches Ausbildungssystem und das ist uns natürlich wichtig, das auch in der Krise zu erhalten. Jedes Mal, wenn ich in der Welt unterwegs bin, schauen alle drauf und sagen, dieses System, was ihr da habt, das hätten wir auch gerne. Und in diesem Sinne haben wir uns jetzt heute verständigt, dass wir auch ein Signal in die Unternehmen senden wollen, dass sie die Ausbildung in unserem Land erhalten, damit wir auf der einen Seite für junge Leute verschiedene Wege in den Beruf haben, auf der anderen Seite eben aber auch dadurch die Fachkräfte in den verschiedenen Branchen sichern können. Und ein großer Anteil ist natürlich gerade in den kleinen Unternehmen angesiedelt. 70% der Ausbildungsplätze sind in den kleinen Unternehmen bei den unter 250 Mitarbeitern angesiedelt. Und deswegen legen wir einen Fokus darauf, aber eben auch Einrichtungen für Gesundheits- und Sozialberufe nehmen wir in den Blick und haben dafür heute im Kabinett 500 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. 5 Punkte will ich nennen, worauf wir uns geeinigt haben. Wir wollen denen, die Ausbildungsplätze erhalten und betroffen sind von der Corona-Krise in großem Stil, denen wollen wir für den Ausbildungsplatzerhalt pro Ausbildungsplatz 2.000 Euro zur Verfügung stellen. Wer sich in dieser Situation sogar in der Lage sieht, noch Ausbildungsplätze draufzusatteln, der soll dann 3.000 Euro bekommen. Wenn man einen Auszubildenden übernimmt aus einem Betrieb, der vielleicht in die Insolvenz geht in dieser Lage, da bekomme ich dann auch 3.000 Euro dafür. Und ganz wichtig ist, dass wir auch das Thema Kurzarbeit in den Blick genommen haben. Wenn ein Betrieb 50% an Umsatz einbüßt oder an Arbeit einbüßt, dann kann er, wenn er die Ausbildung trotzdem weiter fortführt, 75% der Ausbildungsvergütung vom Staat erstattet bekommen. Auch das ist ganz wichtig, weil wir natürlich die Kontinuität der Ausbildung an der Stelle erhalten wollen. Wo all das nicht geht, weil der Betrieb im Grunde nicht mehr vollständig arbeiten kann, da geben wir nochmal dann auch Unterstützung, indem wir Möglichkeiten schaffen, in Auftrags- oder Verbundausbildung hinzugehen und zu sagen, wir machen das gemeinsam, dann unterstützen wir auch diese Auftrags- oder Verbundausbildung. Das werden wir im Detail jetzt auch nochmal mit den Partnern in der Allianz für Aus- und Weiterbildung besprechen. Herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, mit den heutigen Beschlüssen macht die Bundesregierung deutlich, wir kämpfen nicht nur um jeden Arbeitsplatz in dieser schwierigen wirtschaftlichen Lage der Pandemie, wir kämpfen auch um jeden Ausbildungsplatz. Wir dürfen nicht zulassen, dass es hier im Jahre 2020 einen Corona-Jahrgang in der beruflichen Erstausbildung gibt. Wir müssen möglichst allen jungen Menschen eine Chance geben. Corona darf nicht wie Blei am Bein hängen, wenn es um den Start ins Berufsleben geht. Deshalb ist das, was wir heute als Schutzschirm für Ausbildungsplätze beschlossen haben, ein ganz wichtiger Schritt. Das Signal an die deutsche Wirtschaft, vor allen Dingen an kleine und mittelständische Unternehmen, ist gerade jetzt ausbilden. Und ich bin sehr dankbar, dass gestern der Bundespräsident mit den Sozialpartnern auch nochmal dafür geworben hat. Einzeln hat meine Kollegin Karliczek die Instrumente genannt. Ich will aus Sicht des Arbeitsministeriums sagen, dass ich froh bin, dass wir das Signal setzen. Junge Leute gehören nicht in die Kurzarbeit, sondern in die berufliche Ausbildung. Und wenn Unternehmen wie ein Reisebüro beispielsweise Arbeitsausfälle hat, dann gibt es mit den 75% der Übernahme der Kosten der Ausbildung, übrigens brutto, einen wirklich starken Anreiz auszubilden und junge Leute nicht in die Kurzarbeit zu schicken. Die Unternehmen, die ihre Ausbildungsquoten im Vergleich zu den letzten Jahren halten, werden als kleine und mittelständische Unternehmen 2.000 Euro pro Ausbildungsplatz an Prämie bekommen. Wenn Sie die Ausbildungsquote steigern, pro Ausbildungsplatz 3.000 Euro. Wir werden denen eine Chance geben, die ihre Ausbildung schon begonnen haben, aber deren Unternehmen leider Gottes insolvent gegangen ist, mit 3.000 Euro Prämie zur Übernahme von Auszubildenden in anderen Unternehmen. Insgesamt ein wichtiges Paket, ein wichtiges Signal, weil die Azubis von heute die Fachkräfte von morgen sind. Und wir dürfen jetzt nicht zulassen, dass die jungen Leute stolpern auf dem Start ins Berufsleben. Aber wir müssen auch daran denken, diese Krise wird irgendwann überwunden sein. Wir haben eine Demografie am Arbeitsmarkt, die deutlich macht, wir müssen auf Qualifikation setzen. Und gerade die berufliche Ausbildung ist das qualifikatorische Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Das heißt, es ist insgesamt eine Frage des Wohlstands in unserem Land, jetzt auszubilden, gerade im bewährten dualen System. Ich bin froh, dass das miteinander gelungen ist. Ich bedanke mich ganz herzlich
bei der Bildungsministerin für die Zusammenarbeit, beim Wirtschaftsminister, bei der Jugendministerin und will als Arbeitsminister sagen, wir werden jetzt diese Förderrichtlinie auf Basis der Eckpunkte umsetzen mit der Bundesagentur für Arbeit. Das heißt, alle Unternehmen ab 250 Beschäftigten, die antragsberechtigt sind, können das bekommen. Es wird schnell und unbürokratisch ausgereicht und es ist gerade jetzt am Beginn vieler Schulferien wichtig, dieses Signal zu setzen, denn in dieser Zeit werden die Ausbildungsverträge gemacht. Deshalb ist es gut, dass wir als Bundesregierung zügig zu diesem Beschluss gekommen sind. Herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, als Bundesjugendministerin begrüße ich natürlich diese Vielzahl an Hilfen, die jetzt für junge Auszubildende beschlossen worden sind. Hubertus Heil und Anja Karliczek haben dazu umfassend berichtet. Ich möchte gerne auf ein weiteres Vorhaben eingehen, was heute im Kabinett beschlossen worden ist. Wir haben das digitale Familienleistungengesetz beschlossen, ein Flaggschiffprojekt der Verwaltungsdigitalisierung. Wir alle überlegen uns ja auch, wie wir die Leistungen, die der Staat anbietet, leichter zugänglich machen können, bündeln können, digital anbieten können. Das ist gerade in Zeiten der Krise nochmal deutlich geworden, wie wichtig das ist. Und heute machen wir mit dem digitale Familienleistungsgesetz den ersten großen Schritt zur Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes. Das Gesetz regelt ja, dass bis Ende 2022 alle Verwaltungsleistungen von Bund und Ländern auch online zugänglich sein müssen. Und heute ist das erste große Projekt, was hier eingeläutet wird. Wir werden ermöglichen mit diesem Gesetz, dass die 5 großen Leistungen, die bei der Geburt eines Kindes auch anstehen, die Namensfestlegung, die Geburtsanzeige zum Zweiten, das Kindergeld, das Elterngeld und perspektivisch auch der Kinderzuschlag, über einen gemeinsamen digitalen Kombiantrag beantragt werden können, sodass Eltern eben nicht mehr diese ganzen Doppelangaben machen müssen. Wir haben im Moment noch eine Situation, wenn Sie ein Kind bekommen, dann haben Sie weniger Zeit für Ihr Kind und müssen mehr Zeit für Bürokratie aufwenden. Das ist nicht gut und deshalb wollen wir, dass künftig eben Doppelangaben vermieden werden, dass ein gemeinsamer gebündelter Antrag online ermöglicht, dass zu jeder Tages- und Nachtzeit diese Familienleistungen, auf die die Eltern einen Anspruch haben, auch tatsächlich beantragt werden können und dass dann eben auch ein elektronischer Datenaustausch zwischen den zuständigen Behörden, zwischen den Standesämtern, den Elterngeldstellen, den Krankenkassen und aber auch der Deutschen Rentenversicherung erfolgt. Das ist heute ermöglicht worden mit diesem digitale Familienleistungsgesetz, dass eben nicht die Eltern laufen, sondern die Daten zwischen den Behörden über den elektronischen Austausch. Dafür ist der Rechtsrahmen heute gemacht worden. Wir werden ab Herbst mit der Umsetzung eines Pilotprojektes anfangen unter dem Titel ELFE, einfach Leistungen für Eltern. Dieses Pilotprojekt wird in Bremen beginnen und sofort dann auch umgesetzt. Weitere Pilotvorhaben werden im nächsten Jahr folgen in weiteren Bundesländern und ab 01.01.2022 soll diese Möglichkeit dann für alle Bundesländer, für alle Eltern bundesweit gelten. Und das ist eine große Erleichterung, eine Ermöglichung wirklich von auch einem serviceorientierten Angebot, dass eben all diejenigen, die Anspruch auf Leistungen haben, diese auch einfach in Anspruch nehmen können. Und deshalb ist das heute ein ganz wichtiger Meilenstein auf dem Weg hin zu einer digitalisierten, serviceorientierten Verwaltung. Und wir werden im Familienministerium mit unserem Innovationsbüro Digitales Leben das jetzt auch sehr, sehr zügig umsetzen und in Bremen, wie gesagt, mit dem Pilotprojekt starten, mit dem Ziel, dass dann bundesweit alle Eltern auch an die Leistungen kommen, die ihnen zustehen. Muss das aus Ihrer Sicht auch für die Firma Tönnies haben? Inwieweit muss sie da vielleicht auch mit in die Verantwortung gehen? Und wie garantiert die Politik eigentlich, dass wir nicht in 2 Wochen eine ganz ähnliche Situation haben, aber vielleicht in einem ganz anderen, in einem Raum in Deutschland? Frau Schulerus, zur ersten Frage. Wir haben, was den Ausbildungsmarkt betrifft, noch keine validen Zahlen, aber große Befürchtungen, dass aufgrund der wirtschaftlichen Lage und der Umsatzeinbuße
viele kleine und mittelständische Unternehmen überlegen, ob sie noch so viele Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen. Und deshalb wollen wir gerade heute diesen Startpunkt geben mit der Ausbildungsprämie, die wir schaffen, damit sie ausbilden. Weil es ganz falsch wäre, an dieser Stelle zu kürzen. Das heißt, wir wollen tatsächlich in diesem Bereich einen Schwung bringen in den Ausbildungsmarkt, weil in diesen Wochen und Tagen wir tatsächlich erleben, dass die Ausbildungsplätze ja geschlossen oder die Ausbildungsverträge geschlossen werden müssen. Und unser Ziel ist, wo immer es geht, dafür zu sorgen, dass kein Schulabgänger, keine Schulabgängerin von der Schulbank ins Nichts fällt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir diese Prämie setzen, dass wir diese Instrumente an den Start bringen, und das machen wir jetzt auch. Zu Ihrer zweiten Frage. Wir haben tatsächlich nicht nur in Reda Wiedenbrück ein Problem. Und bei aller Kritik an Herrn Tönnies und seinem Unternehmen muss ich sagen, es geht ja um die gesamte Branche. Wir hatten Vorfälle in der Nähe von Pforzheim, wir hatten Vorfälle in Coesfeld, in Bramstedt, in Regen, in Bayern, jetzt in Gütersloh. Und wir erleben wie in einem Brennglas, dass das, was in der Fleischindustrie vorher schon vor Corona nicht in Ordnung war, jetzt heller ausgeleuchtet wird und zu einem allgemeinen Gesundheitsrisiko ist. Deshalb werden wir in dieser Branche grundlegend aufräumen. Und das betrifft das Verbot von Werksverträgen und Leiharbeit. Das betrifft die Verantwortung der Länder. Die müssen stärker mit den Arbeitsschutzbehörden kontrollieren. Wir unterstützen das mit der Schwarzarbeitskontrolle des Zolls. Es geht auch um digitale Arbeitszeiterfassung. Also ich sage nochmal sehr deutlich, was da an Schaden angerichtet wird, an erneuten Lockdown-Maßnahmen, weil man sich offensichtlich nicht an Regeln gehalten hat. Das ist schon ein Riesenschaden. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, die Menschen, die jetzt infiziert sind, das sind viele Menschen aus Mittel- und Osteuropa, die aus Bulgarien, aus Rumänien zu uns kommen, um hier bei uns in Deutschland zu arbeiten. Und die zum Teil in sehr schäbigen Unterkünften sind, die zu sehr niedrigen Löhnen arbeiten und die von Sub-Sub-Unternehmern in organisierter Verantwortungslosigkeit behandelt wurden. Damit muss jetzt Schluss sein. Und deshalb werden wir zügig die entsprechenden Gesetze auch auf den Weg bringen. Unmittelbar ist es wichtig, auch die Menschen aufzuklären über die gesundheitliche Lage, auch über ihre Rechte. Deshalb haben wir mit dem Beschluss des Bundestages in der letzten Woche das Projekt Faire Mobilität gestärkt und verstetigt. Es geht darum, dass Menschen in rumänischer und bulgarischer Sprache auch über ihre Rechte als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgeklärt werden. Es geht also um Verantwortung der Unternehmen, um unternehmerische Verantwortung, die nicht wegdelegiert werden darf durch Subunternehmen. Es geht um Verantwortung der Länder, was die Kontrollen betrifft, auch der kommunalen Stellen. Ich erwarte, dass Gesundheitsbehörden, Arbeitsschutzbehörden kooperieren, auch mit dem Zoll. Zoll ist eine Bundesbehörde, das bieten wir an. Olaf Scholz hat in den letzten Tagen Razzien in diesem Bereich durchführen lassen. Ich erwarte aber auch die Kooperation der Arbeitsschutzbehörden der Länder und der Gesundheitsbehörden vor Ort. Das muss gemeinsam und konzertiert gelingen, damit wir tatsächlich eine zweite Welle der Pandemie, die sich lokal ausbreiten kann, vermeiden. Es ist, wie gesagt, etwas, was uns mit großer Sorge umtreibt. Es war heute auch Thema unter Verschiedenes im Kabinett. Wir haben darüber gesprochen, was in diesem Fall notwendig ist, damit bei dem, was die Menschen jetzt in Gütersloh, in Reda Wiedenbrück und auch im Landkreis Warndorf erleben, sich nicht weiter ausbreitet. Und deshalb müssen wir auch ein Auge auf andere Standorte haben, auch der Fleischindustrie. Die Bundesregierung ist entschlossen, hier zu handeln, und wir werden nicht mehr zulassen, dass das nur auf Basis von freiwilligen Selbstverpflichtungen läuft, sondern wir sind als Staat und Gesetzgeber gefragt, jetzt in dieser Branche grundlegend aufzuräumen. Herr Heil, wie bewerten Sie den Vorschlag aus der Unionsfraktion, Kurzarbeitergeld für Auszubildende von Tag 1 anzuzahlen? Sehen Sie das als eine Option? Und zweite Frage, sehen Sie eine Missbrauchsgefahr bei der Ausbildungsprämie wie bei anderen Corona-Hilfen? Und wie wollen Sie der vorbeugen, außer dadurch, dass erst nach der Probezeit bezahlt wird? Zur ersten Frage, wir haben uns mitten in der Bundesregierung entschieden, einen anderen Weg zu gehen. Es ist ja jetzt schon möglich, dass in Betrieben Azubis auch nach 6 Wochen in Kurzarbeit gehen können. Aber wir sagen als Bundesregierung, unser Ziel ist es nicht, dass die jungen Leute in Kurzarbeit gehen, sondern dass sie ausgebildet werden. Und deshalb haben wir ein neues Instrument geschaffen, das ab dem ersten Tag gilt, wenn ein Unternehmen Arbeitszeitausfall hat, zum Beispiel ein Reisebüro, und trotzdem die jungen Leute ausbildet, was ja sinnvoll auch passieren kann, dann werden 75% ab dem ersten Tag der Ausbildungsvergütung und der Bruttokosten insgesamt übernommen. Das ist ein besseres Instrument, als die jungen Leute in Kurzarbeit zu schicken. Das ist, wie gesagt, nach 6 Wochen immer noch eine Option. Aber es ist nicht das, was wir in der beruflichen Ausbildung brauchen. Die brauchen nicht Arbeitszeitreduzierung und Geld fürs sozusagen nicht ausgebildet werden, sondern die brauchen Ausbildung. Und diesen Weg gehen wir. Wir rechnen nicht, dass es Mitnahmeeffekte gibt oder Missbrauch.
weil es ja Voraussetzungen gibt, auch für die Ausbildungsprämie. Erstens geht es tatsächlich um kleine mittelständische Unternehmen, weniger als 250 Beschäftigte. Das Zweite ist, sie müssen entweder von Kurzarbeit betroffen sein oder eben Umsatzeinbuße gehabt haben. Diese Unternehmen sind berechtigt, die Ausbildungsprämie in Anspruch zu nehmen. Es trifft also sozusagen im Positiven die Richtigen. Und ich will auch gar nicht über Missbrauch da philosophieren, sondern wir brauchen jetzt einen Spirit in den Unternehmen, dass trotz der schwierigen Lage ausgebildet wird, weil man an morgen denken muss und weil ich an der Krise nicht erleben will, dass wir jetzt junge Leute hängen lassen und hinterher wieder über Fachkräftemangel jammern. Deshalb ist es gut investiertes Geld und es wird zielgerichtet an die Unternehmen auch gerichtet, die es brauchen an dieser Stelle, diesen Schubs brauchen, um jetzt Ausbildungsquoten in schwieriger Zeit entweder zu halten oder sogar noch, wo immer es geht, zu steigern. Ich hätte noch eine Frage an Ministerin Giffey. Das war wahrscheinlich ein nicht ganz unkomplizierter Prozess, diese ganzen Zuständigkeiten und so weiter zu ordnen. Vielleicht können Sie einen kleinen Einblick darüber geben, was eigentlich alles nötig war und was dann noch kommen wird. Das digitale Familienleistungsgesetz ist ja in gemeinsamer Zusammenarbeit mit dem Bundesinnenministerium entstanden. Wir haben in der Tat sehr viele gesetzliche Regelungen verändern müssen, um tatsächlich auch sowohl im Finanzbereich als auch eben im steuerlichen, im Bereich der Rentenversicherung, der Krankenkassen, der Standesämter hier zu ermöglichen, dass es zu einem Datenaustausch kommen kann. Ich will noch mal sagen, dass dieser Datenaustausch nur dann erfolgt, wenn die Eltern auch einwilligen. Also es muss immer in jedem Fall eine Zustimmung dazu geben. Aber wenn das der Wunsch der Eltern ist, dass eben Erleichterungen ermöglicht werden durch Einwilligung, dann kann das geschehen. Dafür öffnen wir den Weg. Das ist kein leichter Prozess. Und wir haben auch noch einen Teil offen tatsächlich. Das ist der unbestimmte Einkommensbegriff. Wir haben in Deutschland keinen einheitlichen Einkommensbegriff. Und deshalb wird für die weiteren Digitalisierungsschritte an der Stelle nötig sein, auch hier noch mehr Klarheit zu schaffen, damit eben für die Berechnungsgrundlage von staatlichen Leistungen wir auch weiter in den Austausch, in die klare Bestimmung von Einkommen dann auch kommen, damit man dort auch weitermachen kann. Das ist ein Prozess, der jetzt beginnt und wir sind ja gefordert, jetzt bis 2022 auch in allen anderen Bereichen das zu tun. Das, was hier heute mit dem digitale Familienleistungsgesetz beschlossen wurde, ist das erste große Paket zur Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes. Und das bedeutet, dass das auch ein bisschen Wegbereiter sein soll für die vielen, vielen anderen Verwaltungsdienstleistungen, die jetzt noch digitalisiert werden müssen. Das ist kein leichter Prozess, so viel kann ich Ihnen sagen, aber wir sind sehr gut mit dem Bundesinnenministerium da auch im Austausch gewesen und Herr Seehofer war, glaube ich, auch heute ganz stolz darauf, dass das so gelungen ist und dass wir jetzt diesen Schritt auch heute machen konnten. Ja? Dankeschön. Danke. Tschüss. Mach's gut.